Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss bei meiner Konzertreihe einem Vorsatz untreu werden, nämlich keine Begrüßungsansprachen zu halten und auch keine Vorträge zu halten. Aber das nachfolgende Stück hat mich also veranlasst, Ihnen doch einige Worte zur Entstehung dieser ganzen Komposition zu erzählen. Siegfried Behrendt, Jahrgang 1933, ist in der Bundesrepublik einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der größte Konzertgitarrist nach der Nachkriegszeit. Siegfried Behrendt ist weiterhin ein sehr reger Komponist, der mittlerweile über 1000 Kompositionen geschaffen hat, darunter 3 Kompositionen schon für die Zither. Ich habe 1985 gebeten, doch noch ein Stück zu schreiben, ein Stück für mich zu schreiben, speziell. Und auf der Reise 1986 von München nach Basel zu dem Konzert hier in Basel habe ich ihn in den Wall im Allgäu besucht. Und er sagte mir, also die Skizze für dieses Stück wäre bereits fertig. Und wenn ich von Basel wieder nach Essen käme, sollte ich zu Hause zu einem Arzt gehen und sollte von mir ein EKG machen lassen. Sie wissen alle, was ein EKG ist. Aufzeichnung der Herzströme, so eben als Laie zu sagen. Und ich bin dann zu einem wildfremden Arzt gegangen, weil ich zurzeit beruflich ins Münsterland versetzt war. Und ich musste dort zu einem wildfremden Arzt gehen und müsste an den also die Bitte stellen, machen Sie von mir ein EKG, ein Komponist aus dem südbayerischen Raum braucht das für seine Kompositionen. Sie können sich vorstellen, wie der mich angesehen hat. Er hat sich überlegt, ob er mich nicht gleich zum Psychiater schickt. Denn er hat mich also von oben bis unten gemustert. Und danach, ich habe ihm das aber erklärt, wie das vonstatten gehen soll. Und ich bin dann aufgefordert worden, dann Kniebeugen zu machen, wie das so üblich ist, beim Belastungs-EKG. Und die Sprechstundenhilfe hat dann dabei auch noch einige Meter mehr gemacht, damit er also ziemlich viel Material zur Verfügung hatte. Und ich habe Siegfried Behrendt dann meine EKG-Aufnahmen geschickt und nach circa einem Jahr habe ich dann von ihm die Komposition erhalten. Er hatte mittlerweile sehr viel zu tun und es hat dann ein Jahr lang gedauert, bis die Komposition fertig war. Ich habe mir das Stück angeschaut und festgestellt, das ist also nicht zu realisieren. Das ist ein Geräusch zu entwickeln, also kontinuierlich ein Geräusch zu erzeugen, dazu noch die Töne dazu. Und das war nicht möglich. Ich habe ihm also geschrieben, es geht nicht. Und er machte mir dann zum Vorschlag, spielen Sie doch einen Teil auf ein kleines Tonband und lassen Sie das dazu abspielen. Das habe ich jetzt gemacht, deswegen steht also mein Duettpartner jetzt hier neben mir. Der Titel Walburger Nachtstück ist also auch eine Synthese, kann man sagen, des Wohnortes von Siegfried Behrendt, also Wall im Allgäu und der zweiten Silbe meines Nachnamens. Daher also auch meine Verwundenheit in der Form zu diesem Stück. Ja, das wäre es eigentlich, was ich dazu sagen kann. Sie haben in den zusätzlichen Programmen, die ich hier habe verteilen lassen, Zitate aus dieser Komposition gesehen, damit Sie wissen, wie das aussieht. So ungefähr sind also nur einige Zeilen, die da von mir abgedruckt worden sind, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen. Ja, das war es eigentlich, was ich dazu sagen wollte. Vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen in der Lage, herauszuhören, wie es um mein Herz bestellt war im April 86.